zuerst dann also zuerst die... hat der Alpler die Reichle verteilt. Ja. Jeder, jawohl. Dass jemand gehen konnte. Auf das schaust du etwa. Sehr kurz sagen. Je nach Gangart leist eine andere die Reichle noch. Und nachher... Kannst du mir schwabinden? Werden die Überschlagriemen angelegt. Und noch einfach können wir Grenzen teilen. Und noch einfach so von davon anlegen. Ja. Mulo, Bali. Ich habe noch ein bisschen Miet, hä? Mal, mit dem Stahl. Der ganze Vorgang, wie ich schätze, sind etwa 50 Kühe, oder wie viel sind das? 49. 49? Ja. Wie lange geht das, bis wir alles so, aber zum halb 7 haben wir von uns binden, auch 49 von uns binden. Und noch zu 3 haben sie über den Reichel anlegen. Ja. Und ja, etwa einem Viertel ab 9 gehen wir auch mitnehmen. Ja. Da ist ja. Man auch gerade die Kehrung fertig. Ja. Mit einem innen. Machen das so drüber binden. So geht das schon. Ich kehre die Schlosser nicht wieder raufgehen. Ja. 1870 Liter Mehl gehabt. Und von heute noch, ja, noch nie einen grossen Alpkass gemacht. Wir haben gehört, etwa 1500. Ja, 1600 grosse Alpkäse gemacht. Jetzt den ganzen Sommer hier? Ja. 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 Ich bin der Gabriel Fedier und ich wohne eigentlich zu Wasser. Sonst bin ich ein Seelener. Ja. Und wie lange Sommer bist du jetzt schon da? Ich bin der 7. Sommer da. Und ich habe vor 2 Jahren bin ich gesamtschweizerisch Zweiter mit dem Alpkäse. Oder Oma. Ja. Das Maiental wieder ein bisschen bekannt gemacht, hat St. Gallen. Ja. Ja, das ist. Da ist ein Salzbad, aber das wird alles teilen. Aber heute Morgen, am 3 Uhr haben wir vermelken. Und dann habe ich noch die 9 grossen Alpkäse gemacht. Jetzt bin ich mit der Milch. Jetzt habe ich Milch fertig. Ich habe Ranken, alles tiptop. Und Joghurt haben wir auch nicht mehr viel. Das schauen wir noch immer, dass man in der letzten Woche rausbräuchte. Dass wir jetzt die nächste Woche ein Schneewetter hat oder so, dass nicht mehr, was die Ware einfach zu bräuchte ist. Eben, Tradition, es wird von den Leuten geschätzt, das kann man da immer viel schauen, oder? Und das macht natürlich eine schöne Falle, oder? Ja, wenn man das ein bisschen schmickt. Ich meine, so ist es. Man kehrt es und man sieht es, oder? Also, für mich ist das ganz schön, sich an beide haben. Ja. Und wie du sagst, die Leute können da schauen. Ja. Ich glaube, die Leute haben auch Freude daran. Belli, Bücher am Zeug. Die, die hier rot haben, die müssen wir schauen. Hier, legen wir den. Die Käserei ist etwa vor 15, 16 Jahren haben sie den Anbau, den man hier sieht, der ganze Käserei ist bis unter das Dach auf einen Anbau gemacht worden. Wird nicht mehr mit vier Holzfeuer geheizt zum Heizen? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe innen habe ich noch eine Holzfeierung. Wenn es wirklich umwettert und gewittert, kann ich alles manuell. Kann ich heizen, heißes Wasser, aber gerade direkt vier Pumpen rein von Hand, dass das... Das autonom könntest du im Notfall? Ja, ja. Es ist ja so, wenn ich gerade das letzte Mensch messen, ist mir der Strom zusammengehalten, dann müssen wir einfach käsen. Also wie vor 1000 Jahren, wir haben ihm dort Harfen und den Brecher zu Hand. Ja. Und dann ist auch das alte Handwerk wieder ohne Rehrwerk. Aber gelernt ist gelernt, oder? Ja, ja. Also ich bin nicht gelernter Käser, ich mache das einfach aus Leidenschaft, ich bin ein gelernter Schreiner. Ja. Ja. Und hast jetzt den Job im Prinzip ja, als Berufung fast für dich, oder? Also, ja, ich bin jetzt 14. Sommer noch der Stiftung zu Abend. Ich werde schon alle Jahre noch gehört, etwa 10 Sommer davor schon zu Abend. Ja. Ich bin immer im Film, man braucht das für das. Das ist
Man lebt für das. Ja. Selber leben ist, man braucht es oder man braucht es nicht. Es soll eine Droge sein. Es ist eine Droge, ich weiss es. Und das Resultat ist der gute Käse nachher ausgibt? Oh. Nein, eben guter Käse. Wir machen Joghurt, drei verschiedene Sorten, Mutschli und Dayanke. Und dann wirklich auch probieren, die Restaurants ein bisschen zu beliefern und die Esozehiten und so. Mal. Oder ist gut. Ja, der Mann ist gekommen. Kinder, gut. Ja, ich kann nur auf die Gänse profitieren. Ist zweimal durchgekommen. Oh, God, take it.